Und sind bereit, alles hier, weil es zu viele Fische und Campings auch. Und die können das auch gut kochen und sind immer glücklich, wenn andere Leute kommen und das mit denen so zu teilen.
großartig hier, diese Wasserfälle. Und dass sie unter Schutz der UNESCO gestellt wurden als Naturwelterbe, kann ich absolut nachvollziehen. Einfach toll und dadurch wird es auch hoffentlich so erhalten bleiben. Über Tourismus, Touristen. Lassen wir jetzt einen Kenner, einen Weltkenner, Sven Bummler, sprechen. Sie waren mal weiter, das ist nicht schön. Es ist ein wunderschöner Platz. Es ist sehr, sehr selten, dass ein Wasserfall direkt in das Meer stürzt. Ich habe das schon woanders in der Karibik mal erlebt, in Jamaika. Aber das hier ist fast noch schöner, noch idyllischer und ursprünglicher alles. Also ich bin begeistert. Mir gefällt es sehr gut. Er ist begeistert. Aber wie gesagt, man muss das alles erst noch kennenlernen. Und es ist leider sehr, sehr weit weg von hier, von Deutschland. Und das ist ein kleines Problem. Er ist begeistert. Würde auch sehr gern kennenlernen. Und was sagt Alice? Alice, was ist denn deine Meinung? Also ich finde es toll hier. Ich bin zum zweiten Mal da. Ich bin wieder begeistert. Und es ist einfach ein absolutes Muss hier jetzt. Auch ein Tipp, kleine Postkarten aus Bananenblättern. Die 1000 CFA, ja, damit man nicht beschissen wird. Ah, das ist interessant. Und Frau K., die diese Reise mit dem kamerunischen Ministerium organisiert hat, was ist jetzt deine Meinung? Was ist jetzt die Besonderheit? Was würdest du jetzt sagen? Also, einige Tage, wenn ich die bin, seit 8 Tagen unterwegs. Am Anfang, die deutsche Touristen muss einfach ankommen und die brauchen 1-2 Tage richtig in das Land, sich einfach umzustellen. Wir sind in Afrika, obwohl Kamerun, muss ich ehrlich sagen, ist nicht schlimm wie andere afrikanische Länder, aber trotzdem muss man das einfach in seinen Kopf umstellen und sagt, wir sind hier in Afrika, ich muss Afrika genießen, wie das ist. Ich soll einfach die Landschaft, die Vielfalt von Flaschen kaum zu erzählen, was für Vielfalt mit der Landschaft, mit der Vegetation, mit der Klimaart und Zone, verschiedene Küchearten, das ist einfach herrlich, das. Ich liebe hier zu sein. Die Wasserfälle sind enorm hier in Kamerun und Gott sei Dank, einige NGOs, so wie die UNESCO, haben das unter Beschutz gestellt, dass man die Häuser nicht hier baut. Die sollte einfach ungestört so bleiben, wie die sind, ganz natürlich. Dankeschön, hier ist Frau K. von Love Tourism. Wie gesagt, diese Kirche ist in unserer Kolonialzeit gebaut worden von den Deutschen. Trotz Kolonisation, die Kameruner haben ein sehr, sehr gute, die Deutschen haben ein gutes Image hinterlassen, weil obwohl Kolonisation ausbeuten heißt, das bedeutet nicht, dass sie haben uns auch nicht ausgebeutet. Aber wie die anderen Kolonialmeister wie Frankreich, Portugiesisch, was haben wir noch gehabt? Die Großbritannien, die Deutschen haben ein sehr, sehr gutes Image hier hinterlassen, trotz Kolonisation. Dankeschön. Ein junger Deutscher kommt zu Besuch in dein Land. Ich bin Frau Silla Marie-Thérèse, Deutschlehrerin in CTM Saint-Joseph-Kribi. Wir brauchen einige Bücher für unseren Deutschclub. Also Sie haben hier einen Deutschclub? Ja, wir haben hier einen Deutschclub. Wie viele Mitglieder sind da? Ungefähr 15. Okay. Yes. Von der Klasse oder insgesamt? Aus der ganzen Schule. Okay. Von Klasse 9 bis Schlussklasse. Mehr Deutsch lernen. Viel Spaß am Deutsch lernen. Okay. Dankeschön. Das ist das Ziel von Deutsch. Bye.
wieder. Also Noto, unsere Gotten haben uns gesagt, die waren also willkommen mit ganzem Herzen. Und darum werden wir auch nach Hause ganz gut ankommen. Nichts würde euch passieren, aber bitte, hört nicht auf. Ihr müsst wieder hier kommen. Viel, viel Weisen. Wir sind gerade in Makenene. Die gegrillte Fleisch von Makenene sind Kamerunwein weit bekannt und geschätzt. Malo tu te ya, dio.